Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In dem kleinen gallischen Dorf bricht gerade ein friedlicher Tag an. Sieh da, Rohrpostix, der Postbote auf dem Weg zu Majestix. Na komm, Obelix, wir gehen auch mal zum Häuptling. Ein Brief aus Lutetia für euch, Häuptling Majestix. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei Lutetia um einen etwas älteren und daher uns weniger bekannten Namen der schönen Stadt Paris handelt. Ah, sicher von meinem Bruder Oceanix. Obwohl der doch sonst so selten graviert. Oh! Majestix, doch hoffentlich nichts Gravierendes. Nein, mein Bruder Oceanix in Lutetia hat einen Sohn Graut von X. Und es hat den Anschein, als sei mein Neffe von dem Stadtleben etwas verweichlicht. Oceanix will ihn uns hierher in die Ferien schicken, damit wir einen Mann aus ihm machen. Asterix, Obelix, ich zähle auf euch. Wenn wir mit seiner Erziehung fertig sind, jagt er die Wildschweine mit der bloßen Faust. Ach, gibt's denn auch eine andere Methode? Achtung, ein Kontakt! Juhu, Tag, Onkelchen. Ich bin dein Neffe Graut von Nix. Ah, Graut von Nix. Herzlich willkommen. Darf ich dich mit Asterix und Obelix bekannt machen? Was hast du denn da für einen Wagen? So ein Ding habe ich ja noch nie gesehen. Na, kann ich mir vorstellen, dass ihr so etwas hier nicht oft zu sehen bekommt. Das ist ein Sportwagen aus Mediolanum. Gut. Fangen wir an. Womit denn, Obelix? Na, einen Mann aus ihm zu machen. Und um einen Mann aus ihm zu machen, fangen wir am besten damit an, ihm eine kräftige Tracht Prügel zu versetzen. Nein, Obelix, das ist der falsche Weg. Erst müssen wir mal sein Vertrauen gewinnen. Hör zu, Graut vor nix. Dir zu Ehren werden wir einen Ball veranstalten. Einen Ball? Na, könnt ihr Hinterwäldlerix überhaupt tanzen? Na, lasst mal sehen. Obelix, ich frage mich, ob du mit dem Verprügeln nicht doch recht gehabt hast. Sag ich doch. Schon am nächsten Tag ist es soweit. Das ist mein erster Ball, Idefix. Das will was heißen. Spielen darfst du, Trubadix, nur nicht singen. Wenn du singst, dann schlage ich dich kurz und klein. Banause. Wie? Na schon. Schon gut. Wir tanzen jetzt. Machst du mit, Graut vor nix? Geht nur. Ich schau mir erst mal an, wie ihr hier tanzt. Forderst du auch eine für mich auf? Ja, Asterix. Klar. Da darf ich für mich und meinen Freund um diesen Tanz bitten. Nein, nein. Die Art zu tanzen ist was für unsere Vorfahren. Ich will euch mal zeigen, was man heutzutage in den Katakomben von Lutetia tanzt. Her mit der Lyra. Ja, aber... Ja, super. Zieht ihr das an, Obelix? Was denn, Asterix? Man muss mit der Zeit gehen. Aufhören, aufhören. Das ist ja nicht zum Aushalten, diese barbarischen Rhythmen. Lasst uns lieber das gute alte Heimatlied pflegen. Ich hab noch einen Hörer. Gehen wir. Meine Mutti wartet. Meine auch. Alles Banausen. Oh, das ist ja sagenhaft. So was Tolles habe ich noch nie gehört. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Im Olymp in Lutetia hättet ihr damit einen irren Erfolg. Glaubt ihr, in Lutetia? Verlassen wir nun einen Augenblick den Schauplatz in Gallien und begeben uns weit, weit nach Norden. In ein Land, wo die Winter sehr streng sind und wo die Nordmänner, die Normannen, wohnen.
Ein stolzer, furchterregender Menschenschlag, bekannt als ausgezeichnete Seefahrer und kühne Krieger. Schreckliche Götter haben sie, die Normannen. Thor, den Gott des Krieges, dem nur Brandschatzung und Mord gefallen. Und Odin, der die im Kampf gefallenen Krieger zu einem großen Festmahl an seine Tafel lädt. Und dann gibt es da noch eine ganz wichtige Sache. Die Normannen kennen keine Angst. Wenn du deine Cremesuppe nicht aufisst, kommt der böse Riese und frisst dich auf. Da lachen ja die Hühner. Um dem Gefühl der Angst auf die Spur zu kommen, machen normannische Gelehrte wiederholt Experimente. Nimm den Knüppel und schlag zu. Oh. Gut. Und? Nichts. Hau weiter. Der Schmerz nimmt zwar zu, aber die Angst bleibt aus. Also ruft Maulaff, der Häuptling der Normannen, seine Krieger zusammen. Nein, so kann das nicht weitergehen, kann das nicht. Es ist ärgerlich, wenn man nicht alles weiß auf der ganzen Welt. Spricht man von der Angst selbst. Die schwächsten Völker kennt die Angst, nur wir nicht. Aber wozu dient denn diese sagenhafte Angst, die wir nicht kennen? Das heißt, Angst verleiht Flügel beim Odin. Durch sie könnten wir fliegen wie die Vögel. Beim Thor, beim Odin, beispielhaft. Ja, ich schlage vor, wir brechen heute auf zu den Ufern, wo man die Angst kennt. Wir werden das Geheimnis erfahren und wenn wir alles kurz und klein schlagen müssen... Jawohl, so ist's. Es lebe Maulaff, unser Häuptling. Ja, jawohl. Ich verspreche euch, dass die Welt aufhorchen wird, wenn sie erfährt, die Normannen wissen, was Angst ist. Ja, die Normannen sind die größten Angsthasen der Welt. Wir die größten Angsthasen. Man serviere uns Kalber in den Schädeln der Besiegten, aber randvoll, wenn ich bitten darf. Und in der gleichen Nacht, das heißt drei Wochen später, denn hier im Norden dauern die Nächte etwas länger, sticht ein stolzes Schiff, voll besetzt mit wilden normannischen Kriegern, zu einer seltsamen Studienreise in See. Jetzt gießt da die Steuern wie an, Maulaff? Ja, meine waren viel zufällig auf Gallien, so was. So ein unglücklicher Zufall. Wissen wir doch, dass die Gallier wirklich keine Spezialisten in Sachen Angst sind. Ja, dass sie sogar nur eine einzige Sache fürchten, nämlich, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und selbst diese Möglichkeit lässt sie ruhig schlafen. Steht ihr hier immer so früh auf? In Lutetia gehe ich um diese Zeit immer erst ins Bett. Ihr habt kein Recht, mich so früh zu wecken. Besonders in den Ferien. Ja, eben. Deswegen gehen wir ja auch an den Strand. An den Strand? Aber es regnet doch. Aber keineswegs. Im Süden, da regnet es. Hier ist das nur etwas auffrischende Feuchtigkeit. Stimmt's etwa nicht, Asterix? Genau. Heute Morgen frischt es aber mehr und mehr auf. Siehst du, Grautphonix, schon sind wir am Strand. Ist das nicht herrlich hier? Da! Was denn nun? Ist das schon wieder ein neuer Tanz aus Lutetia? Das Schiff da! Es ist ein Schiff, na und? Aber das ist ein normannisches Drachenboot. Die Normannen sind schreckliche, blutrünstige Piraten. Piraten? Sagtest du gerade Piraten? Sie kommen näher. Sie kommen näher. Wir müssen das Dorf bauen. Die spinnen, die Leute aus Lutetia. Gehen wir ihnen nach. Er läuft bestimmt schnurstracks zu Majestix. Wie kann man nur vor ein paar Piraten solche Angst haben? Sag mal, was ist denn mit Grautphonix los? Als ich mit ihm über mein Engagement in Lutetia sprechen wollte, hat er mich einfach umgerannt. Oder du kannst ja mit zu Majestix kommen. Es gibt Neuigkeiten. Gefährlichste Totschläger überhaupt! Ihr müsst unbedingt... Asterix! Obelix! Was höre ich da? Die Normannen kommen? Ja. Sieht so aus, Majestix. Meinst du wirklich, sie landen, Asterix? Meinst du? Sag, meinst du? Geht zum Strand. Und wenn sie einen Fuß auf gallischen Boden setzen, dann werft sie zurück ins Meer. Und Miraculix soll auf jeden Fall etwas Zaubertrank brauen. Wird gemacht. Und sonst, Grautphonix,
Amüsierst du dich gut bei uns? Ja, ja. Wisst ihr denn nicht, wer die Normannen sind? Natürlich. Es sind wilde Krieger, die genau wie wir keine Angst kennen. Du musst nicht denken, wir sind hier nicht auf dem Laufenden, nur weil wir in der Provinz leben. Die sind verrückt. Ich lebe unter Verrückten. Gut. Können wir dann jetzt über meine Zukunft sprechen? Unterdessen landen die Normannen in Gallien. Dich vergess ich nicht, Norman. Im Dorf ist kaum Aufregung zu spüren. Ja, graut vor nix. Was sitzt du denn hier herum? Warum gehst du nicht mit deinen Freunden an den Strand? Ja, weil da die Normannen sind. Oh, Majestix, die Normannen sind gelandet. Ah, verrückt. Verrückt. Verrückt seid ihr alle. Ich muss die anderen warnen. Einer wird hier doch wohl vernünftig sein in dem ganzen Haufen. Alle mal herkommen. Hört mich an. Herkommen. Was hat er denn? Sicher wieder so eine Sitte aus Lutetia. Auf dem Feuer. Die Normannen sind vor unseren Toren. Sie plündern und brennen alles nieder, was ihnen in die Hände fällt. Und es sind viele, eine ganze Masse. Sie sind hier gelandet. Die Normannen! Sie greifen an! Lass mich vorbei! Endlich geraten sie in Panik. Kein Wunder bei den Normannen. Jetzt fliehen wir alle gemeinsam. Majestix, wo kann ich mich melden? Ich will vorbestellen. Letztes Mal gegen die Römer habe ich keinen abgekriegt. Drängelt nicht so. Drängelt doch nicht so. Aber das gibt's doch nicht. Ach, Gott, vor nix. Können wir uns jetzt vielleicht mal in aller Ruhe über meinen irren Erfolg in Lutetia unterhalten? Im Lager der Normannen, wo Maulaf gerade eine Scholle à la Crème verzehrt, werden Pläne geschmiedet. Dumpfer, dring ins Landesinnere vor und versuch, die Gallier zu belauschen. Krieg raus, was das für Leute sind. Gut, Maulaf, mein Häuptling. Das ist ja gerade das Lehrreiche an den Reichen, dass man erst die Lebensgewohnheiten der Leute studiert, bevor man sie abmurkst. Ich werde mich hier im Wald verstecken, in diesem Busch. Hey, da kommt schon wer. Die ganze Reise war umsonst. Asterix! Obelix! Sieh da, graut vor nix. Kommst du mit uns Wildschweine jagen? Nein, nein. Ich wollte euch nur um einen Gefallen bitten. Mir bekommt das Klima hier einfach nicht. Naja, und da hätte ich gern, dass ihr mir helft, meinen Onkel zu überreden, dass er mich nach Lutetia zurückfahren lässt. Naja, denn der eigentliche Grund sind doch wohl die Normannen. Stimmt's? Ja, ja. Ich habe Angst, schreckliche Angst. Ich bin ein Angsthase, der größte Angsthase, den es überhaupt gibt. Oh, wir sind auf der richtigen Spur. Du brauchst doch keine Angst zu haben, graut vor nichts. Wir sind doch da. Hast du auch Angst, wenn wir bei dir sind? Nicht ganz so arg. Spielverderber. Was soll's? Ich mach erstmal Meldung. Kurz darauf im Lager der Normannen, wo Maulaf gerade ein Schnitzel à la Crème verzehrt. Ich hab die Geier gesehen und gehört, Maulaf. Sie kennen keine Angst, genau wie wir. Waschel, sollen wir die ganze Reise gemacht haben, nur um zu erfahren, dass die es ja auch nicht wissen? Ich hätte gute Lust, uns allesamt aufzuspießen. Ja. Wir bringen uns alle um und treffen uns wieder an Odins Tafel und Schwamm drüber. Ich habe im Wald einen Mann gesehen, der sich brüstet zu wissen, was Angst ist. Ja, er behauptet sogar, Weltmeister im Angst haben zu sein. Beim Tor. Ein Profi. Genau das, was wir brauchen. Ja, du misst nur, dass er nicht ganz so viel Angst hat, wenn die anderen Gallier dabei sind. Führt eine Expedition durch. Nehmt ihn gefangen und haltet ihn vor allem dem Einfluss jener Ignoranten fern. Bald fliegen wir, denn Angst verleiht Flügel, jawohl.
Im gallischen Dorf ist Grautphonix ernsthaft entschlossen, die Rückreise anzutreten. Gerade jetzt willst du gehen, wo der Spaß erst beginnt. Nein, Grautphonix, bleib bei uns. Du wirst lernen, wie man kämpft. Die Gallier kennen kein Pardon. Pardon, ich möchte aber doch lieber nach Lutetia zurück. Ich habe schon gepackt. Nun gut, wenn dich nichts mehr halten kann, dann geh. Wart, Grautphonix. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ein Hinkelstein? Also, ich weiß nicht. Der passt gerade noch in deinen Sportwagen. Schau her. Wenn du meinst. Vielen Dank, Obelix. Nicht der Rede wert. Und gute Fahrt. Grüß deinen Vater. Fahr vorsichtig. Macht's gut. Hey. Ja. Nicht sie weg hier. Den Normannen wollen sie sich anlegen. Die sind ja alle vom Wahnsinn umzingelt. Oh, verflixt. Eine Panne. Oh, Achsenbruch. Und mitten im Wald. Bloß wegen des blöden Hinkelsteins. Und wo finde ich in dieser Ecke eine Vertragswerkstatt? Das ist der Nachteil bei den ausländischen Wagen. Beim Tor! Beim Odin! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die Normannen! Tut mir nichts! Tut mir bloß nichts! Sonst tun Asterix und Obelix euch was! Asterix? Obelix? Wer sind die beiden? Sie sind schrecklich. Alle Welt zittert vor ihnen. Zittert? Man zittert vor Kälte. Oder in der schönen Jahreszeit, wenn man Sumpffieber bekommt. Nein, meine Herren. Meine Herren, man zittert vor Angst. Seht doch, ich hab Angst und... Schnell, nimm die Keule. Er fliegt davon. Erbarmen. Was ist denn das schon wieder? Egal. Sicher wieder eine von ihren Erfindungen. Haut zu, aber nicht zu stark. Ja, hoffentlich hast du ihn nicht zu stark beschädigt. Sonst kann man ihn nicht mal mehr als Gehirn benutzen. Wenn ich zuhau, hau ich zu. Wenig später machen sich Asterix und Obelix auf, um ein paar Wildschweine zu jagen. Sieh mal, Obelix. Idefix hat was entdeckt. Er ist eben ein erstklassiger Jagdhund. Oh, der Wagen von Grautphonix. Achsenbruch. Aber wo ist der Junge? Allein in den Wald gegangen ist er bestimmt nicht. Hier sind Fußspuren, Asterix. Ziemlich groß. Ich fürchte, die Normannen haben Grautphonix entführt. Komm, wir sagen Majestix Bescheid. Im Lager der Normannen hat Maulaf gerade ein Hühnchen à la Crème verspeist. Wir haben ihn, Maulaf. Großartig. Er sieht ziemlich übel zugerichtet aus. Wir sind vorgegangen wie beim Vogelfang. Nur ein kleiner Schlag mit der Keule, damit er nicht wegfliegt. Gut. Hol deinen Eimer Wasser und bring mir den Vogel da wieder zu sich. Was? Beim Teutates. Jetzt ist es um mich geschehen. So viele Normannen auf einmal. Sie bringen mich sicher um. Los, Buffon. Mach uns Angst. Wie? Wie bitte? Mach uns Angst, habe ich gesagt. Wir sind von weit her gekommen, nur um zu erfahren, was Angst ist. Also mach uns Angst. Aber das ist ein Missverständnis. Ihr macht doch mir Angst. Ich mach dir Angst? Wie kann ich was machen, wovon ich keine Ahnung habe? Das heißt also... Du hast jetzt in diesem Augenblick Angst? Aber ja doch. Ich habe Schüttelfrost, Blutleere im Hirn, Magenkrämpfe. Er hat Grippe. Angst ist nichts anderes als Grippe. Blödsinn. Hast du schon mal erlebt, dass Grippe Flügel verleiht beim Odin? Los jetzt, Gallier. Mach mir ein bisschen Angst, damit ich fliegen kann. Aber wovon redet ihr denn?
wenn du nicht mit uns zusammenarbeitest, werfen wir dich von den Klippen, du Lümmel. Dann musst du wohl oder übel fliegen und uns beweisen, was du kannst. Oh, oh nein, ich flehe euch an. Ich habe ja so viel Angst. Der macht mich doch wahnsinnig, dieser Kerl. Vertreut ihn, damit er nicht über Nacht davonfliegt. Im gallischen Dorf wird zur gleichen Zeit Kriegsrat gehalten. Mein Neffe von den Normannen entführt? Was können die bloß Interessantes an Grautvorlix finden? Asterix und Obelix, geht zu den Normannen und seht nach, ob Grautvorlix da ist. Sollte er da sein, so findet heraus, warum er da ist. Asterix, ich habe dir für alle Fälle ein bisschen Zaubertrank gebraut. Danke, danke, Miraculix. Nein, Obelix. Und so machen sich die beiden Freunde auf den Weg zum Strand. Oh, köstlich wie immer. Pass auf, Obelix. Wenn uns die Normannen nicht ins Lager lassen, stürmen wir durch und erklären's ihnen hinterher. Abgemacht. Raffiniert. Selbst mir wäre kaum was Besseres eingefallen. Halt! Was wollt ihr hier, Gallier? Wir wollen deinen Chef sprechen. Oh nein, nein, oh nein. Du hast gesagt, wir rennen sie über den Haufen und erklären alles später. Aber ich muss ihnen doch sagen, warum wir kommen. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht über den Haufen zu rennen. Keineswegs. Abgemacht ist abgemacht. Ich war einverstanden mit deinem Vorschlag und... Mein lieber Obelix, du gehst mir langsam auf die Nerven. Alle Mann herkommen. Hier sind zwei Gedecke für Odins Tafel. Ein Brot! Beim Odin zum Endlich! Jetzt, jetzt rennen wir sie über den Haufen. Also doch. Ich wusste ja, dass du schließlich Vernunft annehmen würdest. Sie halten mehr aus als die Römer. Stimmt, vor allem hat sie keine Angst. Oh, verzeihen. Komm, hier ist die Luca. Trink. Hast du das gesehen, Obelix? Sag bloß, die haben auch einen Zaubertrank. Anscheinend. Nur ich habe wieder keinen Anspruch darauf. Alles amüsiert sich, nur ich nicht. Ganz in der Nähe vom Strand befindet sich ein römisches Lager. Wie? Schon zurück von der Patrouille? Oh ja. Oh, Centurio. Ich hämmere gerade den Bericht. In dreifacher Ausfertigung. Legionär gut zu Fuß zu Befehl. Am Strand findet ein Kampf statt. Vollidiot. Na ja, Kinder. Wir sind ja schließlich hier, um die Ordnung aufrechtzuerhalten beim Jupiter. Ihr werdet also zum Strand gehen und dem Kampf Einhalt gebieten. Wütend macht sich die Patrouille wieder auf den Weg. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Schließlich hat man mir, als ich mich zum Wehrdienst gemeldet habe... Du kennst die Verrückten nicht, die hier in der Gegend wohnen. Na, du wirst die noch kennenlernen. Ach, sie sind derart beschäftigt. Ich weiß nicht recht, ob wir sie stören können. Na gut, was bleibt mir übrig? Das ist ein Dicurio. Wir sind bei euch, Dicurio. In Gedanken immer. Entschuldigung, dürfen wir... Seht ihr denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Wartet, bis ihr an der Reihe seid. Legion, zu mir! Sie haben unseren Dicurio angegriffen. Ist er denn total übergeschnappt? Zum Angriff! Was fällt dir ein, hier herum zu sein, hä?
Hilfe! Hilfe! Wir sind doch da, um dem Kampf Einhalt zu gebieten. Was soll denn der Lärm beim Odin? Kann man denn nicht einmal hier in Ruhe sein? Wildschwein à la Crème essen! Wildschwein à la Crème? Oder bist du denn beim Tor? Und was machst du mit Telegraf? Hast du gehört, Asterix? Meiner heißt Telegraf und deiner? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir wurden einander nicht vorgestellt. Dann willst du wohl sofort Stenograf loslassen beim Odin? Ah, Stenograf, angenehm. Wer seid ihr überhaupt? Sag erst mal, wer du bist. Ich bin Maulaff, Häuptling der Normannen. Diese Narren, diese Narren. Obelix, bitte. Du bringst es noch so weit, dass er sich ärgert. Du weißt, wie empfindlich Touristen sind. Und die gallische Höflichkeit. Wollt ihr mir jetzt endlich sagen, was ihr wollt? Ja, dir ein paar Fragen stellen. Ja, wie macht ihr Wildschwein à la Crème? Ganz einfach. Man nimmt Sahne, wie für Erdbeeren mit Schlagsahne. Ja. Nur, dass man statt Erdbeeren Wildschwein... Ihr wollt mir doch nicht vormachen, dass ihr die mutigsten Krieger der Welt angegriffen habt, um Küchenrezepte auszutauschen, wie? Wir haben dich viel was Wichtigeres zu fragen. Gut, dann komm in mein Zelt. Und ihr, hört auf zu lärmen. In Ordnung, wir wollen nicht länger stören. Wir gehen nach Hause. Wir verabschieden uns. Im Gleichschritt. Marsch! Auch der schönste Tag hat mein Ende. Also gut. Kommen wir zur Sache. Habt ihr euch Graut vor nix geschnappt? Den Meister. Den Meister? Ja, der Meister weiß eine ganze Menge. Wenn er uns alles beigebracht hat, ziehen wir wieder ab. Maulaff, erklär uns nur, in welcher Kunst ist unser Freund Graut vor nix denn Meister? Was denn? Das wisst ihr nicht? Er ist Meister im Angst haben beim Tor. Er soll uns lehren, was Angst ist, ob er will oder nicht. Denn wenn er sich weigert, stürzen wir in die Klippen hinunter, damit wir ihn fliegen sehen. Die spinnen doch, die Norm... Obelix, sei still. Hör mich an, Maulaff. Also, wenn ich euch Angst beibringe, ich, gebt ihr dann Graut vor nix heraus und zieht ab? Ja, wir sind nicht hergekommen, um euch zu bekriegen. Und das besorgen unsere Nachfahren in ein paar Jahrhunderten. Ja, oh, wir haben was in unserem Dorf, das wäre genau das Richtige für euch. Aber man müsste es erst holen. Gut, aber einer von euch bleibt als Geisel hier. Und wenn der andere nicht zurückkommt, trinken wir aus dem Schädel der Geisel unseren Kalvat. Jawohl. Aber nichts, hör mal. Warum muss denn ausgerechnet ich gehen? Du machst es gemütlich, kannst Wildschwein in Cremesoße essen, Kalber trinken, so viel du willst. Obelix, zum Diskutieren ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Also macht sich Obelix maulend auf den Weg ins Dorf. Hey, sag nix. Wo ist denn Trubadix? Ich weiß zum Glück nicht, wo er steckt. Was ist denn los, Obelix? Wen suchst du? Trubadix. Asterix braucht ihn im Kampf gegen die Römer. Und wenn ich ihn nicht finde, kriegen Asterix und Graut vor nix den Schädel voller Kalber. Beim Teutates! Wir müssen schnell in seine Hütte nachsehen. Doch die Hütte ist leer. Er hat fast alle seine Musikinstrumente und fast all seine Kleider mitgenommen. Er ist tatsächlich weg. Ich hätte nie gedacht, dass wir die Abwesenheit unseres Barden eines Tages bedauern würden. Ein Pferd aus dem Dorf. Es ist weg. Wenn Trubadix sich ein Pferd genommen hat, dann will er sicher weit weg. Natürlich. Ich weiß. Olympics. Die große Karriere Lutetia. Er ist nach Lutetia unterwegs. Ich geh ihn holen. Der Junge hat manchmal Geistesblitze. Während Asterix von den Normannen als Geisel festgehalten wird... Obelix kommt bestimmt zurück, Maulaff. Hab keine Angst. Aber ich hab keine Angst.
macht sich Obelix, der Unermüdliche, rastlos auf die Suche nach dem Barden Trubadix, grapscht sich hier und da ein paar Wildschweine, um seinen Magen zu beruhigen, wobei er, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen, römische Patrouillen, die seinen Weg kreuzen, unschädlich macht. Gut, lassen wir ihn laufen. Ganz meine Meinung. Lass dich nicht unterkriegen, Idefix. Mit meinem Verstand und deiner Kraft sind wir unschlagbar. Oh, ruhig, oh. Was ist denn hier passiert? Wir haben einen Mann getroffen, der hat so gejault, dass meine Ochsen durchgedreht sind. Siehst du, Idefix? Wir sind auf der richtigen Spur. So verfolgt man einen Barden. Und einige Zeit später scheint Obelix am Ziel zu sein. Dort, Idefix. Vor dem Wirtshaus steht Trubadix' Pferd. Trubadix! Wir sind's! Truba! Was ist denn hier passiert? Alles in Trümmern. Habt ihr zufällig einen Barden vorbeikommen sehen, Herr... Self-Servix, stets zu Diensten. Oh ja, oh ja, ich habe einen Barden gesehen beim Teutates. Er hat bei mir gesessen und da er nicht genug Bronzestücke dabei hatte, hat er vorgeschlagen, die Mahlzeit durch Gesang abzuzahlen. Als er angefangen hat, habe ich ihm gesagt, wir seien quitt. Meine Gäste haben ihm sogar noch eine zweite Mahlzeit angeboten, wenn er nur aufhört zu singen. Da war er beleidigt, dann gab es eine Schlägerei. Er hat mir sein Pferd als Schadensersatz dagelassen. Wenn Trubadix vorhat, seine Reise durch Singen zu finanzieren, kommt er nicht weit. Obelix legt einen Schritt zu und bald entdeckt er in einiger Entfernung eine wohlbekannte Gestalt. Da ist er. Trubadix! Wart auf mich! Ja, natürlich. Ohne mich geht's ja wohl nicht im Dorf. Ist mir doch egal. Ich muss an meine Karriere denken. Trubadix, ich komm dich holen, damit du... Nein, mein Herr, ihr versteht nichts von meiner Kunst. Behebt euch ohne mich. Auf mich wartet ein irrer Erfolg in Lutetia. Aber Asterix schickt mich doch. Er braucht dich. Asterix ist auch nicht musikalischer als die anderen und noch dazu der Schlimmste von der ganzen Bande. Der braucht mich nicht. Und Graut von X ist in Gefahr. Graut von X? Graut von X? Der Mann mit dem untrüglichen Kunstverstand? In Schwierigkeiten? Er ist Gefangener der Normannen. Sie wollen ihm Kalber in den Schädel schütten. Ich verstehe. Ich soll die Männer aus dem Norden betören. Na gut, es sei. Komm, fange ich eben mit einer Tournee durch die Provinz an. Bevor ich das Olympics in Angriff nehme. Wald es los. Im Lager der Normannen braut sich was zusammen. Exzellent. Exzellent. Und diese Würstchen à la Creme. Genug jetzt. Ihr macht euch über mich lustig. Ich will nicht länger warten. Die Geiseln werden hingerichtet. Legt ihn in Ketten und bringt ihn mit dem anderen zusammen auf die Steilküste. Und so geschieht es. Ja, ich weiß nicht, was Obelix aufgehalten haben könnte, aber du solltest noch etwas warten. Nein, nein, für euch beide hat's bei Odins Festmahl schon zum Essen geläutet. Doch zuvor lassen wir den Angsthasen hier noch von der Klippe runterfliegen, sozusagen als Sammlöhner. Anschauungsunterricht. Soll ich mich euch nicht lieber zu Füßen werfen? Mut, Graut von nix, Mut! Zeig diesen Normannen, wie ein Gallier stirbt! Na gut, da werden sie noch was zu lachen haben. Also hör zu. Du fliegst ein bisschen darüber nach links, dann machst du anschließend... Um die Route. Macht euch mal keine Sorgen. Die steht von vornherein fest. Geiler Flieg! Aber nein, nie im Leben.
alles. Nur das nicht. Nein, nein! Viel Wert auf Zusammenarbeit legen Sie ja hier nicht. Paktinus schmeißt ihn über die Klippe. Eins, zwei! Oh nein! Oh nein! Moment! Ja, was ist denn noch? Wenn ich euch Angst einjage, muss ich dann nicht mehr fliegen? Natürlich nicht. Dann fliegen doch wir. Gut. Also dann, ich mache euch Angst. Endlich. Endlich werden diese Gallier so vernünftig wie wir. Ja. Ich werde euch eine grauenvolle Geschichte erzählen von Menschenfressern, die einen Haufen... Ach, das erinnert mich daran, wie ich mal 24 Feinde niedergemacht habe, weil ich einem Freund ein komplettes Schädelservice zur Hochzeit schenken wollte. Der hat sich dann aber gar nicht darüber gefreut, weil alle Freunde dieselbe Idee gehabt hatten und er vor lauter Schädeln nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stand. Du hilfst mir auch gar nicht, Asterix. Was soll ich denn bloß machen? Gut. Spaß beiseite. Also jetzt wird erstmal geflogen, alles klar? Ich habe ja solche Angst. Ja, ausgezeichnet. Das sind die idealen Flugbedingungen. Du kannst abheben. Der Planetarier hat seine Ketten gesprengt. Kampflos ergeben wir uns nicht. Zum Angriff! Grad von nix! Dem Meister darf nichts geschehen. Beschäftigt euch ausschließlich mit dem kleinen... Loslassen! Lasst ihn los, habe ich gesagt! Wollt ihr ihn nur loslassen? Schön kräftig, der kleine gallische Krieger. Was? Ja. Ich mache sofort mit! Oh, Obelix! Ich hatte mir ja schon Sorgen gemacht! Los! Habt ihr mir das Wunderding mitgebracht? Da ist es. Was denn? Das da? Ja, höchstpersönlich. So gut. Ich hab verstanden. Ich gehe. Warte doch, Trubadix. Ich warne dich, Asterix. Der Banause ist der Tropfen, der die Amphore zum Überlaufen bringt. Diese Leute sind von weit her gekommen, um altes gallisches Liedgut zu hören. Also du wirst sie doch wohl nicht enttäuschen wollen. Eine Solo-Darbietung? Eine Ein-Mann-Show? Wie die Briten sagen? Und ich allein verantwortlich? Sag, ist die Akustik auch gut? Hier auf der Klippe? Die Akustik ist das Wichtigste überhaupt. Wenn die Akustik schlecht ist, dann kann ich gar nichts machen. Gut. Ich bin soweit. Prima. Ich sag dich an. Normannen, unser Barde Trubadix wird jetzt zum ersten Mal vor euch auftreten. Also ich habe das deutliche Gefühl, dass es auch das letzte Mal sein wird. Ja! Ja! Trubadix, zeig ihnen, was du kannst. Die Stimmung ist etwas kühl hier im Saal, aber denen wird schon warm, dafür sorge ich. O Gallien, wie lieb ich dich so sehr. Heute hat es die Frauen uns weite blaue Meer. Wie die Augen so blau im lieblichen Gesicht. Ach, gallische Frauen, dich vergisst man nie.
Obadix. Lässt schöpf dir flechten, sprach mein Mütterlein. Aufhören! Aufhören! Was hat er gesagt? Zugabe, Zugabe. Einen Augenblick Ruhe, bitte. Ruhe! Unser Barde wird euch jetzt ein Potpourri seiner gesamten Erfolge vortragen. Oh ja. Alles, alles, nur das nicht. Warum denn nicht? Nein, 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 wenn ich nur daran denke, zittern mir schon die Knie, klapper ich mit den Zähnen, bricht mir der kalte Schweiß aus, krampft sich mir der Magen zusammen. Ja, 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 mit einem Wort, du hast Angst. Angst? Was? Ja. Ich hab Angst? Wir haben Angst! Hurra! Unsere Studienreise war ein Erfolg. Jetzt wissen wir, was Angst ist. Jetzt wissen die Normannen alles, alles. Beim Tor! Hurra! Beim Odin! Mir fehlen einfach die Worte. Ja. Keine Angst, ich verstehe euch schon. Moment mal. Und was wird aus mir? Zahle ich nun in meinem Vortrag fort oder nicht? Jetzt, wo ich denen so eingeheizt habe? Nicht mehr nötig, Trubadix. Es war ein voller Erfolg. Ein Triumph. Ein Erfolg ohne Gleichen. Heißt das, dass ich wirklich gut war? Dufte! Genial! Ganz große Klasse! Oh, wisst ihr, das lag nicht an mir. Bei einem solchen Publikum, da hat man den Eindruck, für seine eigenen Freunde zu singen. Wie soll ich dir danken, Gallier? Ja. Besteig mit deinen Mannen einfach wieder dein Schiff und lasst euch die nächsten Jahrhunderte hier nicht mehr sehen. Einverstanden. Einverstanden, ich will sowieso schleunigst nach Hause, um Vorträge zu halten. Ja. Doch zuvor will ich mich noch revanchieren. Dann sind wir quitt. Von wegen der Angst, nicht wahr? Nach alter normannischer Tradition laden wir euch zum Dank zu einem großen Festmahl ein. Ja. Oh, nur keine Umstände. Nur keine Umstände. Eure Abreise genügt uns. Sie wird uns ein inneres Festmahl sein. Nicht doch, nicht doch. Wir metzeln euch alle nieder und schicken euch an Odins Tafel. Dort sollt ihr das Beste vom Besten der normannischen Küche kennenlernen. Die Crème de la Crème. Ah, jetzt habe ich aber endgültig genug. Wir machen jetzt ein für alle Mal reinen Tisch und ihr verzieht euch auf euer Schiff. Schießt in den Wind, kapiert? Da wird's bald. Oho, oho, ich glaube, unser Lutetianer hat Mut bekommen. Ist doch wahr. So werden wir doch nie fertig. Hm. Was denn? Sie wagen es, eine normannische Einladung abzuschlagen. Zum Angriff, Normannen! Ich frage mich, ob ich das Publikum nicht doch zu sehr angeheizt habe. Ha! Lasst sie nur kommen! Lasst sie nur kommen! Es gibt eine Schlägerei! Ha! Fei! Fei! Lasst sie nur kommen. Ja, ja. Lasst sie nur kommen. Komm in den Nächsten. Brauche ich unbedingt Saalort. Komm her, Normale. Nein. Nein. Bloß weg hier. Nicht mehr prügeln. Was haben Sie denn, Asterix? Angst, Obelix. Angst, Sie haben Angst. Durch unsere Hilfe wissen Sie, was das ist. Angst? Ja, natürlich. Mami! Zurück in die Heimat, zur Klippe. Jetzt los, Trubadix. Gib deinem Publikum ein kleines Abschiedslied mit auf den Heimweg. Gern. Wenn ich ein Vöglein wär, und auch zwei Flügel, ich hörte dich, Odin. Thank you.
Ja, die Normannen sind zäh. Nach ihrem sehr kurzen Flug schwimmen sie zurück zu ihrem Boot. Doch an Bord hat sich die Stimmung entscheidend gewandelt. Ganz baff auf den Mast mit dir, du hast Wache. Ja, aber... Was aber? Ich hab Angst so ganz allein da oben. Rauf mit dir! Ja, wo ist Chef? Das will ich auch gemeint haben. Chef! Schleich dich nicht so lautlos an. Du machst mir Angst. Was willst du? Die Mannschaft, Chef, sie bittet euch nicht so zu brüllen. Ihr macht ihnen Angst. Also ich glaube fast, unsere Reise war etwas zu erfolgreich. Naja, nur was das Fliegen anbelangt. Ganz baff! Fliegt mal was! Ja, Chef! Glaubt ihr, wir haben uns reinlegen lassen, Chef? Ach, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Jedenfalls müssen wir in Zukunft vorsichtiger sein. Bei ihrer Rückkehr ins Dorf werden die Freunde mit Triumph empfangen. Und noch am selben Abend feiert man ein großes Fest. Lasst sie nur kommen! Lasst sie nur alle kommen! Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Astias. Ja, Majestät, dein Neffe ist ein richtiger Gallier geworden. Mutig bis zum Äußersten. Und morgen, Kraut vor nix, bringe ich dir das Jagen bei. Wir fangen an mit Frischlingen, leiten über zu römischen Patrouillen und kommen schließlich zu Wildschweinen. Du hättest sie sehen sollen, wie sie tobten. Sie überrannten mich, stürzten mich auf mich. Oh, das war ein gigantischer Erfolg. Ja, soll ich noch mal? Nein, oder ich schlag... Heute, Trubadix, ist dein Tag. Sing so viel du willst. Ich kümmere mich schon um diesen ungnädigen Gallier. Danke. Danke, ich werde mein Bestes geben. Tannen weisen die Sterne. Obelix, nimm wenigstens heute die Petersilie aus den Ohren. Ah, schon. Noch ein Schwein zu mir. Und Schwein zu mir.